so geht es dann weiter. Also wir gehen wieder, dass hier der Punkt gelb erscheint, drauf. Klicken wir langlos in den Raum, wählen die beiden Linien aus, definieren nun den Winkel und wählen jetzt hier einen vertikalen Abstand von 10 mm. Und so geht das Ganze dann die ganze Zeit weiter. Wir definieren wieder den Winkel. Also Absetzung, Konturen auf diese Weise zu erstellen, ist recht einfach. Wir wollen nun auf 20, also 5 mm weiter. Wieder 90 Grad Winkel. Und ein Abstand von 10 mm wieder der Absatz. Dann gehen wir noch ein kleines Stück weiter. Wir wollen auf ein Endmaß von 30 gelangen. Das heißt, wir gehen wieder 5 mm weiter auf der horizontalen Ebene. Und nun wählen wir den letzten Absatz, 90 Grad Winkel wieder, wählen hier die Punkte und den Absatz wollen wir 15 mm lang haben. Ihr könnt natürlich im Nachhinein ein bisschen umherspielen und euch mal ein paar eigene Werkstücke ausdenken, aber macht das erstmal so nach, weil wir genau das Teil anschließend auch programmieren werden. Ihr geht hier wieder belanglos in den Raum und nun zeige ich euch was. Ihr geht diese beiden Planflächen, klickt ihr nun an und stellt eine Parallelität zwischen diesen beiden her. Nun habe ich hier ein bisschen was falsch gemacht, Entschuldigung. Ich habe nämlich die Punkte nicht ganz erwischt. Also ihr müsst wirklich direkt den Punkt erwischen, nicht so wie ich gerade. Also ihr wählt wieder beide Linien aus, stellt nun eine Parallelität her. Jetzt hat er es und wählt nun wieder beide Punkte aus. Definiert jetzt den Abstand von 15 mm, damit das am Ende auch 30 mm ergibt. Geht nun wieder auf Linie. Klickt hier belanglos in Raum, klickt jetzt die beiden Punkte an. Und geht dann auf das Symbol. Koinzidenzbeschränkung nennt sich das Ganze und er zieht dies nun in sich hinein und wir haben nun die Skizze vollständig erstellt. Gehen nun auf Schließen. So, erschreckt euch nicht, er hat das jetzt nun nur auf eine andere Ebene projiziert. Wir sehen jetzt hier, dass die Y-Achse nach oben geht, die haben wir natürlich jetzt nicht definiert. Deswegen sieht das ein bisschen komisch aus. Geht hier bei Body auf Doppelklick, damit dies grün markiert ist. Und geht nun auf Rotiere die ausgewählte Skizze. Das macht sich bei Drehteilen hervorragend. Wir rotieren das um 360 Grad. Okay. So, ihr könnt ein bisschen hinausscrollen. Und wenn ihr nun das mittlere Mausrad klickt plus die linke Maustaste, dann könnt ihr das Teil rotieren. So, was möchte ich euch zeigen? Wir wollen ja Phasen an den Teilen haben. So, und dies ist bei der Skizzenerstellung etwas schwierig, weil ihr da natürlich denken müsst, rechnen müsst. Und hier geht es natürlich viel einfacher. Ihr klickt jetzt einfach die Kanten an, dass diese grün leuchten. Und wählt dann hier die gewählten Kanten einer Form abschrägen aus. Wir wollen eine Phase von 1 mm haben. Ist hier schon ausgewählt. Dann wählt ihr OK. Und ihr habt Phasen erstellt. Super einfach. Und das geht auf diese Weise einfach viel, viel besser.